Sieben Teenager haben sich am Montag eine dramatische Verfolgungsjagd mit der Polizei im australischen Brisbane geliefert. Die Jugendlichen hatten zwei Autos gestohlen und hielten die Ordnungshüter zwei Stunden lang mit gefährlichen Fahrmanövern zum Narren. Polizeihelikopter halfen dabei, die Autodiebe zu stellen. Das gelang schließlich, als eines der Autos in ein Einkaufszentrum fuhr, das sofort von der Polizei umstellt wurde. Den sieben jungen Männern drohen nun bis zu 50 Anklagen, darunter Einbruch, Hausfriedensbruch und Fahren ohne Fahrerlaubnis.